Hat das zusammen. So, nächster Taijiquan-Grundbegriff ist Jie. Jie wie Jie Quan Dao oder auf Kantonisch Jiet Kune Do oder auf Englisch übersetzt The Way of the Intercepting Fist, erfunden oder gegründet von Bruce Lee. Ja. Und Jie Interception heißt auf Chinesisch eben genau stören, Interception. Und eigentlich ist alles Jie irgendwo, okay? Nur in Taiji ist es eigentlich hier die Anwendung der Wolkenhand. Wenn wir hier sind, seht ihr hier, dass ich einen Außenkreis habe und dass ich hier einen Innenkreis habe. Und deswegen, wenn ich Wolkenhand mache, eigentlich drehe ich mein Schwert. So, wir zeigen euch mit der Demonstrationswaffe. Wenn ich den Innenkreis mache, deswegen wisst ihr auch gleich, warum das Innen heißt, seht ihr, dass meine Hauptschneide und meine Knöchelseite nach innen zeigt. Und dann hier, ja, nach außen und dann hier wieder nach innen, hier wieder nach außen. Ja, und wenn ich das nach außen mache, zeigt die hier oben nach außen. Ja, und dann hier dreht sich das wieder, hier ist nach innen wieder natürlich, dann wieder nach außen. Ja, weil ich von innen nach außen arbeite. Und hier arbeite ich wieder von außen nach innen. So, und deshalb, hier sind eigentlich beide Kreise. Deswegen sowohl Jie ist sowohl Gan als auch Tan. Weil nämlich, wenn wir hier Außenkreis ist Tan, ja, und dann Innenkreis hier ist Gan. Innenkreis kann auch hier oben Gan sein, ja, und dann hier unten wieder Gan. Und deswegen seht ihr auch, wenn wir nur mit Händen machen, ja, und dann schau mal, ja. Und dann, wenn ich in den andersrum mache. Und dann, das ist Gan. Ja? Und dann nochmal. Gan. Und dann wieder. Gan. Und dann wieder. Gan. Und wenn ich den anderen Kreis mache, hier. Tan. 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 Ob ich das mehr rückwärts gewandt mache. Oder vorwärts. Gibt's alles. Gibt's kombiniert immer. Okay? Wie gesagt. Nur Grundbegriff. Und dann kann man das modular wie Lego-Steine aufbauen. Traditionell ist aber hier so, dass der Tan nach hinten stattfindet und das Gan eben in der Form auch nach den Hüngan oder Hünjie-Part ist sogar nach vorne gewandt. Ja. Kann aber auch so stattfinden. Mit Leerstand, mit Kassenstand und so weiter. Deshalb ist es völlig kombinierbar. Aber jetzt können wir erstmal klar. Um das Klarheit zu schaffen, deswegen nehme ich auch die Waffe, dass ihr die Daumenseite und die Knöchelseite richtig benutzt, okay? Wenn ich den oberen Jie mache, ist es ein Tan. Tan. Wenn ich den unteren Jie mache, ist es ein Gan. Ja, Gan. Und dann merkt ihr, ich mache eigentlich mit dem sogenannten Schwertfinger auch automatisch die zusätzliche Bewegung, wie eben schon auch. Wenn ich den Gan mache, Gan, ja, Tan mache, oder so Tan, ja? Und dann Gan, ja? Und das kann man auch verschiedene Weise kombinieren. Okay? Von der Seite sehen wir nochmal, das ist eigentlich, wenn ihr Wolkenhand macht, zwei Kegel für euch, nicht Kreise, das auch kein Zylinder. Ja, Kreis wär flach, ne? Es sind ja Kegel, das da, ja? Und dann hier die Richtung. Wenn ich das mal Arm mache auch, weil das dann nämlich die Kegel dreht. Mittelpunkt sozusagen von der Schulter aufs geht. Ja, und dann, wenn ich das so mache, seht ihr hier, das ist Tan. Ja, und dann hier. Und dann hier ist es wieder Gan. Hier ist wieder Gan. Und dann ist hier eben die untere Seite vom Kegel. Und nicht das da ist die obere Seite, sondern das ist die obere Seite. Deshalb haben wir das geholt. Ja, weil viele können das und das kaum unterscheiden. Und das ist eben eine Fehlposition, die gibt es auch gar nicht. Die gibt es auch in der Form, Yong Chun, Tai Chi, was auch immer, gibt es nicht. Weil nämlich euer Handgelenke ist diese Fehlhaltung. Und das machen 99% von den Leuten, die Yong Chun machen. Und wir nennen das eben T-Rex-Hand, weil die den Lat falsch machen. Ja, Lat muss so stattfinden. Oder du machst die andere. Ja, die Knochen müssen richtig arretiert sein, damit eure Sehnen arretiert sind, eure Muskeln dann arretiert sind. Wenn die Knochen falsch sind, wie können Muskeln richtig arbeiten dann? Und deswegen, wenn ich ein Werkzeug habe, ist es ein Privileg, ja. Dann sehe ich eben die Ausrichtung noch viel besser. Okay? Und dann achtet darauf, dass ihr, wenn ihr Gan macht, die Hauptschneide nach außen zeigt und wenn ihr Tan macht, die Hauptschneide nach innen zeigt.
Das ist wichtig. Wenn wir das Ganze mit dem Schwert machen, viele achten nicht drauf, weil Schwert, wie gesagt, ist symmetrisch. Und dann machst du das da und das da und dann machst du hier, die, die, ja, die, die. Oder du machst es hier eins, zwei, so. Ja? Und dann kann der Partner eben mit Stiche angreifen, wie auch immer. Das ist eigentlich schon wieder wie fast traditionell europäisches Fechten. Was natürlich logisch ist, weil Fechten ist Fechten. Schwert ist Schwert. Nur die Begriffe sind anders aufgezeichnet worden. Und viele Sachen, die wir machen, wegen Schubsen und Kicken und was ich, ist ja unsportlich, aber es ist trotzdem in der Form. Okay? Und so viel zu dir. Dann bis zum nächsten Mal.